Die Saisonschlussphase beginnt, die Jahn-Elf biegt auf die Zielgerade. Am Samstag kommt es am 31. Spieltag hier in der heimischen Arena zum Spiel gegen den FC St. Pauli. Anschluss der Partie ist um 13 Uhr, bei mir wieder Cheftrainer Achim Bayerlotzer. Achim, St. Pauli ist Tabellen-16., steht mit dem Rücken zur Wand. Macht es genau diese Ausgangslage so gefährlich? St. Pauli ist eine ganz, ganz klasse Mannschaft. Wer sich an das Hinspiel erinnert, wo wir auf Pauli 2-2 gespielt haben, der weiß, dass höchste individuelle Klasse in der zweiten Liga da auf dem Platz stehen wird. Dass sie natürlich momentan viel zu wenig Punkte haben für ihren Anspruch, das steht felsenfest. Und wir freuen uns auf dieses Spiel, weil wir ausverkauftes Haus haben, weil wir unseren Fans natürlich weiterhin unseren Fußball bieten wollen und ja, weil wir erfolgreich sein wollen. St. Pauli hat zwar die schwächste Offensive der Liga, ist aber in der Fremde besser als zu Hause. Wie fällt deine genaue Analyse des Gegners aus? Wie ich es gerade schon gesagt habe, die Mannschaft ist gespickt von individueller Klasse. Ob das Alagui, Bohadus, ob das Buchtmann, Müller-Dähli, Şahin, das ist in der Offensive überragende Qualität. Aber auch in der Defensive stehen sie gut, haben auch gestandene Zweitligaspieler dort hinten drin. Und insofern wird es eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Aber wie ich es gerade schon auch erwähnt habe, ist es natürlich so, sie sind ihren Ansprüchen hinterher. Und das ist natürlich dann auch wieder unsere Chance, mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit, mit unserer Mentalität, mit unserem Plan, Fußball zu spielen, diese Mannschaft jetzt natürlich auch vielleicht in Verlegenheit zu bringen. Am Samstag volles Haus hier in der Arena. Man hat so das Gefühl, dass die Mannschaft sich unglaublich auf dieses Spiel auch freut. Es gibt ja nichts Schöneres. Wir haben jetzt 44 Punkte, sind so aus dem Druck raus in dieser Liga, die ja völlig verrückt spielt, wie wir alle wissen. Jetzt Relegationsplatz mit 37 Punkten ist eigentlich unglaublich. Und insofern haben wir keinen großen Druck, wollen aber natürlich alles Mögliche tun, um 3 Punkte hier in Regensburg zu lassen, um unsere Heimbilanz weiterhin so zu gestalten, wie wir es ja bisher haben. Und ganz, ganz viele Siege haben wir jetzt schon 2018 hier erreicht und wollen unseren Fans ein absolutes Fußballfest bieten. Dass so viele Zuschauer auch da sind, ist es auch Lohn für die guten Leistungen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten? Hat sich das die Mannschaft auch wirklich verdient? Die Mannschaft hat sich das absolut verdient und man hat es ja kontinuierlich jetzt auch gesehen, selbst gegen Aue waren schon sehr, sehr viele Zuschauer hier. Jetzt ist Pauli natürlich auch ein Magnet, bringt auch sehr, sehr viele eigene Zuschauer mit. Das Wetter ist eine Sensation, man geht gerne wieder raus. Der Samstagnachmittag ist auch ein sehr guter Termin, um einfach ein schönes Fußballspiel anschauen zu wollen. Und wir müssen jetzt unseren Part dazu beitragen, dass es ein Top-Fußballspiel wird, dass es ein Fußballfest wird. Wir können das mit unserer Art, Fußball zu spielen, auch erreichen. Und ja, wir freuen uns alle riesig auf diesen Nachmittag. Das Wetter soll wirklich perfekt werden am Samstag. Die Mannschaft wird alles geben. Es wird hoffentlich ein Fußballfest für alle Beteiligten, die es nicht ins Stadion schaffen. Natürlich, Turmfunk und Live-Ticker sind natürlich auch wieder vor Ort.